Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir haben Hornnacht Teil 2. Ich habe mich einfach nochmal ausgeloggt und wieder eingeloggt, damit wir noch das Ganze bis wirklich 4 Uhr morgens auskosten können. Und wir so auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte gewinnen. Schaden kann es ja auf jeden Fall nicht. Außer Munition, wie ich sehe. Jetzt sollte ich doch nochmal auf Pistole umschwenken, da ich da doch ein paar mehr habe. Funktioniert ja auch, wie man sieht. Wenn man gut genug zielt. Was ja nicht das Problem immer ist. Nur manchmal brauche halt gerade auf diese Entfernung eben doch 2 Schüsse. Aber hat geklappt. Und vielleicht kriege ich dadurch auch wirklich noch den einen oder anderen Klingelbeutel, der mir so leider abhanden gekommen ist. Schauen wir mal. Irgendwo kloppen sie auf jeden Fall gerade ein. Na. Komm zu Mama. Aber es ist tatsächlich auch nicht der Andrang wie noch vorhin. Aber irgendwo kloppen sie. Tatsächlich da drüben. Was habt ihr denn da zu suchen? Hier bin ich. Hier spielt die Musik. Deswegen, da muss ich auf jeden Fall was machen, dass sie mir da meine andere Base da nicht zerkloppen. Das geht nämlich so nicht. Hat ja vorhin auch funktioniert. Boah. Ein Schuss, ein Treffer. Die ist nochmal wach geworden. So kommt, Leute. Was habt ihr denn da zu suchen? Genau das habe ich halt so ein bisschen befürchtet, dass die da drin halt spawnen und mir da meine Base zerrocken. Da habe ich mal so überhaupt keine Lust drauf. Hier spielt die Musik, Leute. Das ist halt der Nachteil, wenn man so einen Zaun hat, der hält die Zombies in mehrfacher Hinsicht auf. Aber ein paar kriege ich ja doch noch ab. Ach, guck. Jetzt habe ich immer einen Lauf hier. Jawoll. Direkt mal weggemetzelt. Die kloppen immer noch irgendwo ein. Irgendwie verliert sich da doch immer noch jemand. Meine Base. Ich brauche Pilz. Der ist hinüber. Einfach zu wenig Schuss hier. Machen wir es lieber hier oben, hat man doch eine größere Chance. So. Da ja jetzt ja alle nicht mehr laufen, kann ich auch runtergehen und Munition sparen. Geh mal weg da. So, komm.
Auf geht's! Bäh. Meine Klingelbeutel darf ich nicht vergessen. Sonst gehen mir die Kosman-Dinger hier nachher alle flöten. So viel ist es ja eh schon nicht. Au, die knallt die mir echt noch ein. So, jetzt schnell mal oben gucken. Juhu, ich hab noch ein paar. Nur kein Platz mehr. Aber hey, ein bisschen was futtern kann ich ja. So, und einen habe ich noch. Oh, das war doch erfolgreich. Kann ich noch was nehmen? Mach das schon mal so. So. Habe ich schon mal ein Slot. Und jetzt bräuchte ich im Grunde noch diese Spitzhacke. Ja, komm. Ich finde noch genug zu füttern. Also ich fand es prima. War ziemlich erfolgreich. Wie man sieht, ist jetzt auch nicht so viel kaputt gegangen. Hielt sich echt in Grenzen. Hier ist mal ein bisschen was. Aber das ist alles super entspannt gewesen. Nichts großartig kaputt. Das heißt, da kann man denn nachher das hier entsprechend auch noch alles aufwerten. Wo nehme ich denn die Kotzer kommen? Polizisten und so. Diese komischen Bazillen. Okay, jetzt habe ich mal keine, beziehungsweise 5. Das reicht jetzt hier maximal noch für irgendwelche kaputten Fragmente. Aber wie man sieht, auch hier alles heil geblieben. Hier ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr. Ja, wie ich gesagt habe, genau diese Reihe. Oh, hier sogar wirklich mehr. Ja, also ich fand's super erfolgreich. Hat sich in jedem Fall gelohnt. Prima. Leider haben sie mir hier den Zaun ein bisschen demoliert. Zum Glück steht das Auto noch. Dann kann ich das nochmal wegbringen. Und dann haben wir eine schöne Hornacht gehabt. Ich fand das eine gelungene Sache. Also gehen wir mal zu unserer nächsten Quest. Stufe 2, was zu einer Stufe 3 wird. Was haben wir hier? Fertige panzerbrechende Robotik-Geschützturm-Munition. Naja, könnte schlimmer sein, sage ich mal. Ne? Gehen wir einmal rum, was uns hier so erwartet. Da war eine Hundehütte, oder? Da ist ein Hund. Da ist Stacheldraht. Ja, das ist trotz Nummer 2 gar nicht so ungefährlich. Man hätte auch einfach hier lang gehen können. Guten Tag. Na, habe ich hier irgendwen wach gemacht? Oh, eine nerdige Bulle. Tatsächlich. Hey, geh weg. Der hat ja nicht allzu viel Widerstand geleistet. So, da wir ja ein bisschen Zement brauchen, da wir das noch nicht herstellen können, meine ich, glaube ich.
nehmen wir das einfach mal mit. Geht ja hier so rum. Das können wir bestimmt auch einfach so mitnehmen. Männchen sind immer gut. Eisen und mein Pfeil. Ein Autochen. Dann können wir das nämlich gleich noch zerlegen. Da ich ja das eh gleich wieder resette. Mal gucken, ob wir eine coole Batterie oder irgendwie sowas kriegen. Das war doch mal ganz erfolgreich. So, dann legen wir uns mal den Weg hier zu dem Hundi hier noch frei. Oh, guck mal, Kürbispflanzen. Oh, ist ein richtiger Garten. Kartoffeln und Kaffee und Heidelbeeren und ein Hund. Wo ist er? Hä? Oh, da hinten. Hast du dich verlaufen? Warum auch immer steckt er da irgendwie fest. Na gut. Dann ist dem so. Akzentieren wir doch mal ganz spontan. Kriegt noch ein bisschen Tierfell. So, und ich habe kaum was gelootet und ich bin jetzt schon voll. Läuft, würde ich sagen. Man soll tatsächlich nach da ganz oben. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Aber mehr wird's auch nicht, glaube ich. Guten Tag. Na, wo fällt sie denn gleich vom Dach? Guck, vielleicht können wir ihr ja gleich... Naja, oder auch nicht. Was? Nee. Jetzt aber. Hier haben wir noch ein bisschen Papier. Wie irgendwann mal Schrotflintenmunition. Komm, und den nehmen wir auch noch mit. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles. An dem Fall jetzt nicht, aber mein Gott. Kann ja nicht immer cooles Zeug geben. Dann Aufi und neue Quest annehmen. Alles andere müsste ich hier soweit haben. Säubere das befallene Gebiet. Hallo. Ach Gott. Das war so klar. Wie gleich so ein Monsterchen auf mich wartet. Alles andere wäre ja zu einfach. Ups. Das war gemein. Konnte mich gar nicht so richtig anschleichen. Au. Noch so eine. Au. Oh, das gibt's doch nicht. Natürlich. Und ich habe keine Schmerztablette mit. Nein, du verpasst mir jetzt hier keine. Mensch, das geht ja gut los hier. Da ist die nächste Troller und da ist noch irgendeiner. Boah, jetzt wehe, ich habe hier eine Horde. Das ist aber unfair. Na gut, zwei dicke Trollers kriege ich hier noch bewältigt. Auch wenn ich überladen bin. Wo ist eigentlich mein Fahrrad? Da vorne. Vielleicht sollte ich erstmal ein paar Sachen loswerden. Ich
Vielleicht kriege ich noch was Cooles. Was haben wir hier? 10% mehr Schaden an Kojoten. Ja, okay. Ist jetzt nicht die oberste Priorität, aber passt schon. Ja, schauen wir mal, ne? Wie weit wir hier kommen. Wird auf jeden Fall lustig. Wir gehen mal wieder andere Seite und tasten uns da mal so langsam ran. Ich hoffe, ich finde zwischendurch noch irgendwo eine Schmerztablette. Dass ich wenigstens mein Kirby Hour hier los wird. Na, wen habe ich denn jetzt wach gemacht? Da liegt ja noch eine. Oder lag. Sehr gut. Wahrscheinlich habe ich da hinten gleich einen Bär erstanden. Einen Hund. Oder so. Das wäre es ja. Habe ich hier noch mal ein bisschen Munition und naja, halbwegs was zu essen. Tatsächlich kann ich das ja auch. Guck mal, Huni musste ich von hier oben eigentlich auch treffen. Willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass da kein Hund ist? Das nehme ich dir nicht ab. Ja, ja, natürlich. So. Jetzt zu den wichtigen Dingen. Man muss ja alles mitnehmen, was hier so ist. Irgendwo prügelt sie ein. Ach Gott. Komm, Kindchen, ich erlöse dich. Was machst du denn da? Oh. Sturmgewehre. Cool. Hirnerschütterung, ja, ja. Weiß ich wohl. Vielleicht finde ich ja jetzt eine. Tatsächlich nicht. Dafür aber ein Grill. So, die ist verschlossen. Das heißt, ich soll hier rauf und da wieder rein. Guten Tag. Der sieht mir so leuchtig aus, ja. War gar nicht, oder? Doch, 750. Guten Tag. Das war ja einfach. Das ist mir irgendwie noch alles ein Ticken zu einfach. Wo ist denn hier der geile Stuff? Offensichtlich nicht hier. So, jetzt bin ich schon mal auf der Seite. Ach, guck, da drüben hätte ich noch mal hochgemusst, fällt mir gerade ein. Ja, nee, ist klar. Mhm. Ah, nee. Wahrscheinlich muss ich runter und dann komme ich dann... Ah, okay, ja. So, dann auf ins Getümmel, ne? Nochmal nachladen und so. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.